Kennt ihr das, dass ihr im Urlaub was esst und habt das Gefühl, das ist einfach das Leckerste, was ihr jemals gegessen habt? So eine richtige Geschmacksexplosion. Und dann geht ihr zum besten Vietnamesen um die Ecke und bestellt euch dasselbe Gericht und probiert's und beißt rein. Und es ist schon lecker, aber einfach nicht so wie im Urlaub. Ist doch nie so, oder? Und ich frage mich schon immer, woran liegt denn das eigentlich? Ich meine, wenn ich mich jetzt so zurückversetze nach Vietnam, in Hanoi zum Beispiel, ne, alles ist voll, man sitzt in diesen eng gedrängten Straßen, überall rauschen kleine Roller vorbei, es ist laut. Ja, schon eine andere Atmosphäre als hier. Ich meine, klar, okay, das ist vielleicht nicht mit den Originalzutaten gekocht, die gibt's ja hier in Deutschland vielleicht gar nicht so in der Form. Und ich selbst bin wahrscheinlich auch nicht so entspannt wie im Urlaub und vielleicht auch nicht so wohlwollend. Und all das spielt garantiert auch eine Rolle. Aber ich habe jetzt von einem anderen Erklärungsversuch gehört, den ich wirklich sehr interessant fand. Da wird nämlich gesagt, unser Ohr isst mit. Aber kann das wirklich sein? Kann wirklich unser Gehör unseren Geschmack beeinflussen? Das will ich heute rauskriegen. Und ich werde mit dem Forscher sprechen, der quasi der Forscher ist, wenn es darum geht, wie Akustik unser Geschmackserlebnis beeinflusst. Und am Ende gibt es auch noch ein paar ganz persönliche Tipps, wie wir alle unser Geschmackserlebnis mit allen Sinnen noch maximieren können. Guten Appetit. Listet mal bitte auf, was ihr glaubt, was unseren Geschmack am meisten beeinflusst. Die Temperatur, die Textur, das Aussehen, der Geruch oder die Geräusche. Kommen die Geräusche bei euch auch ganz zum Schluss? Aber erstmal ist es, glaube ich, wichtig zu kapieren, was Geschmack eigentlich ist. Zuallererst schmecken wir ja mal mit der Zunge. Wissenschaftlich anerkannt sind dabei 5 Grundgeschmacksqualitäten. Salzig, süß, sauer, bitter und Umami, also dieser fleischige Geschmack. Kleine Bestandteile unserer Nahrung binden also an diese Rezeptoren und ein Signal wird weitergeleitet in Richtung unseres Gehirns. Und die Vielfalt der Geschmäcker, die entsteht dann quasi durch eine Kombination dieser 5 Grundgeschmäcker. Also wie beim Malen, wenn man die Farben mischt zum Beispiel. Das eigentliche Geschmacksempfinden aber, also das, was wir wirklich wahrnehmen, das ist eher eine Verknüpfung verschiedener Sinne. Geschmackssinn natürlich, ne, Zunge, aber auch die Nase, also der Geruchssinn, der Tastsinn, wie sich was anfühlt und sogar Schmerzrezeptoren spielen eine Rolle, bei scharfem Essen beispielsweise. Und wie bei jeder sensorischen Wahrnehmung entsteht der Gesamteindruck und unsere Bewertung erst im Gehirn. Hier wird es nochmal abgeglichen mit unseren Erinnerungen, mit unseren Emotionen. Und dabei entscheidet sich eben auch, ob wir etwas mögen, ob wir es genießen können oder eben nicht. Rein biologisch gesehen ist der Sinn des Schmeckens, dass wir einschätzen können, ob etwas gut für uns ist oder nicht. Süßes zum Beispiel mögen wir, weil es voller Nährstoffe ist. Bitteres eher nicht so sehr. Und das macht auch Sinn, weil viele Giftstoffe in der Natur eher bitter schmecken. Dieser evolutionsbiologische Sinn, quasi die Genießbarkeit von Lebensmitteln einschätzen zu können, der könnte durchaus auch multisensorisch Sinn machen. Nehmen wir zum Beispiel mal diese beiden Äpfel hier. Die sehen ja optisch eigentlich beide noch ganz okay aus. Aber der hier ist schon ein bisschen älter. Wenn ich da jetzt reinbeiße, naja, klingt irgendwie schlaff, oder? Nicht so geil. Also, das dämpft definitiv meine Erwartungen an einen richtig guten Genuss, noch bevor ich den Bissen überhaupt untergeschluckt habe. Und auch meine Lust, weiter zu essen. Wenn ich aber jetzt in diesen frischen Apfel hier reinbeiße, gehört? Das ist auch schon total saftig. Das klingt ja wohl schon so richtig lecker, oder? Die Idee ist quasi, dass dieser knackige Sound für uns wie so eine Art Indikator ist, ob etwas quasi ein frisches, gesundes, nährstoffreiches und damit auch leckeres Lebensmittel ist. Und damit könnte es uns eben dann quasi auch leckerer vorkommen. Ich kann mir trotzdem noch nicht ganz vorstellen, wie genau unser Gehör ganz konkret unseren Geschmack beeinflussen soll. Und da reden wir erstmal nur von den Kaugeräuschen, die das Lebensmittel selbst macht. Geschweige denn von den Umgebungsgeräuschen. Wie sollen die das beeinflussen? Dazu kommen wir noch, versprochen. Aber erstmal, rein biologisch könnte es schon Sinn machen, dass quasi frische, gesunde, leckere Lebensmittel nicht nur mit einem optischen Signal verknüpft sind, sondern auch mit einem wiedererkennbaren akustischen Signal. So könnte quasi dieses knackige Geräusch bei uns ganz automatisch die Erwartungen auf einen guten Geschmack wecken. Und diese positive Erwartungshaltung könnte dann eben wiederum wirklich unser Genusserlebnis beeinflussen. Naja, also genau diesen knackigen, crunchy, crispy Geräuschen wird deshalb eine hohe Bedeutung zugesprochen. Und das macht sich die Lebensmittelindustrie auch zunutze. Und ich würde sagen, das schauen wir uns jetzt mal an.
Ich bin mit Lars Ohlendorf verabredet. Er ist Sounddesigner und erzeugt im Auftrag von Firmen ganze Klangwelten für deren Produkte. Von Elektroautos bis zu Kartoffelchips. Hi. Du bist ja sozusagen hauptberuflicher Ohrenmensch, sag ich jetzt mal. Okay, ja. Was würdest du denn spontan von der Aussage halten, das Ohr ist mit? Grundsätzlich richtig, weil unsere Wahrnehmung multisensorisch ist. Das heißt, alle unsere Sinne kommen dabei zusammen und wenn wir wahrnehmen, dann nimmt sich unser Wahrnehmungsapparat, unser Hirn, einfach alles Verfügbare. Also Haptik, das Visuelle, das Hören und das wird alles zusammengepackt. Ich glaube, dass die Ohren das sind, wo wir am wenigsten denken würden, dass es wirklich eine Rolle spielt beim Geschmack. Ne? Nase, Augen, die Augen essen mit und so, das kann man, glaube ich, nachvollziehen. Aber glaubst du, wir unterschätzen die Rolle von Geräuschen beim Geschmackserleben? Unbedingt, ja. Wenn es um die Präsentation von Geschmackserlebnissen geht, ist dem Sounddesigner Tür und Tor geöffnet, um wirklich allerlei kreativen Kram auszuprobieren. Sind das dann auch so die Tricks, sag ich mal, der Lebensmittelindustrie? Ja, kann man sagen. Insbesondere die Tricks der Werbeindustrie, um Produkte einfach möglichst gut aussehen zu lassen oder sich auch gut anhören zu lassen. Zu bewerben, ne? Ganz genau. Was wäre denn so ein klassisches Beispiel, was ihr dann mit Sounddesign schmackhaft machen könnt? Klassiker überhaupt sind Chips. Wenn du magst, kannst du ja mal einen nehmen. Ich sag nicht nein, wenn du mir hier so einen Chip anbietest. Ja. Wo der Probebiss kommt. Ja. Wenn man einmal anfängt, ne? Ja, wir haben einen ganzen Teller. Also. Und dieser Sound ist natürlich, wie man ihn kennt. Genau. Und das ist eben genau die Sache von Lebensmittelchemikern, wo die eben dran sitzen, um die Rezeptur so zu verfeinern, dass es eben auch das richtige Geräusch macht. Man versucht sozusagen das Verhältnis, muss man mir nochmal genau erklären, man versucht das Verhältnis jetzt von, keine Ahnung, Fett und Zucker und was weiß ich, was da alles Ungesundes drin ist, so anzupassen, dass es besonders gut knackt. Dass es besonders knusprig ist und da gibt es dann auch noch ganz viele Fachtermini, wo man dann unterscheidet zwischen der Crunchiness und der, wie heißt das andere jetzt? Der Crispiness, ganz genau. Also ist es eher tieftönig oder ist es eher hell? Und wie kann man das denn messen, ob die Leute darauf reagieren, dass es irgendwie anders klingt? Das sind letztendlich qualitative und quantitative Marktforschungsmethoden. Da gibt es dann Probanden, die sollen es probieren und bewerten. So, und dann wird einfach geguckt, ist die Rezeptur besser, ist die Rezeptur. Und da kommt dann tatsächlich raus, dass Leute, dass denen das wichtig ist, wie es klingt. Unbedingt. Also ich meine, stell dir einfach vor, dieser selbe Chip mit demselben Geschmack würde jetzt einfach vom Biss eher einem Handtuch ähneln. Je krachiger jetzt bei Chips, desto frischer kommt es uns einfach vor. Das passt ja eigentlich dann auch wieder dazu, dass wir auch bei Obst und Gemüse das ja kennen, dass was ganz knackig und crispy irgendwie klingt, dass wir das auch mit frisch und gesund assoziieren. Ja, ganz genau. Und das überträgt sich dann hier auf die ungesunden Chips ja auch irgendwie verrückt. Ganz genau, ja. Genau. Und die sind dann umso besser, wenn sie knackig sind. Ja, das denke ich mir. Ja, und jetzt stell dir vor, wir würden Werbung machen für eben diese Chips. Und hätten jetzt aber diese ganzen Sinneskanäle nicht. Also wir haben den Geschmack nicht, wir haben den Geruch nicht, das Gefühl nicht. Wir haben nur die Sicht und eben das Geräusch. Ja. So, das können wir uns jetzt ja mal anhören, wie jetzt einfach eine Aufnahme von einem Chip klingt. Die Aufnahmen haben nichts miteinander zu tun. Ah. Das ist einfach eine Montage von einem Zerbrechen von einem Kartoffelchip und eben dieser Mundbewegung, die da kaut. Aber wenn wir es sehen, entsteht in unserer Wahrnehmung daraus ein Klangobjekt. Ja. Das ist die sogenannte Synkrese. Das ist ein Kunstwort aus dem Sounddesign. Besteht aus Synthese und Synchronität. Das heißt, wenn etwas gleichzeitig passiert auf Bild- und Tonebene, dann macht unser Wahrnehmungsapparat daraus ein Klangobjekt. Und diesen Effekt nutzen wir im Sounddesign, wenn wir dieses Geräusch jetzt größer machen wollen. Was mache ich, Lars? Ja, wir nehmen jetzt ja Chips auf, oder? Aber genau, nicht du könntest mit Chips jetzt natürlich. Einfach. Ja, genau. Natürlich nehmen wir keine Chips dafür, das könnte jeder. Sehr langweilig. Genau. Du könntest jetzt einfach mal die Blätter in die Hand nehmen. Ja. Und so, als wenn du sie kauen würdest, so durchwalken. Ja. So? Sehr crisp.
Sehr schön. Du könntest jetzt noch mal eine der Plastiktüten da nehmen. Ist das jetzt crispy oder crunchy? Das ist hier die Frage, würde ich sagen. Also was wir jetzt hier mal machen, ist zu dem Chipsgeräusch, ja, haben wir jetzt noch mal ein Bär einfach mit dabei. Der Bär klingt solo so. Ja. Interessant. Und das in Verbindung mit den original Kartoffelchips und sagen wir mal noch ein paar Blättern aus dem Wald und sagen wir noch mal ein bisschen Papier dazu, ergeben dann diesen Klangeindruck. Und, ziemlich fett, ja. Ja. Übrigens, was lässt denn euch das Wasser im Munde so richtig zusammenlaufen, wenn ihr es hört? Schreibt mir das sehr gerne mal in die Kommentare. Kleine Anekdote am Rande. Ein berühmter Eis-am-Stiel-Hersteller hat mal seinen Schokoladenüberzug, die Rezeptur, verändert, weil die Leute sich beschwert haben. Wenn sie nämlich reingebissen haben, sind ihnen oft so Stücke von Schokolade auf die Klamotten gefallen. Allerdings, als die Rezeptur verändert war, da hat es einfach nicht mehr so ein schönes, knackiges Geräusch gemacht. Und auch darüber haben sich die Leute dann wieder beschwert. Also wurde die Rezeptur postwendend zurückverändert. Offenbar nimmt man lieber ein paar Schokoflecken in Kauf, als auf dieses schöne, knackige Geräusch zu verzichten. Und ich muss sagen, ich kann es verstehen. Hört mal. Dass die Geräusche, die von Lebensmitteln selbst ausgehen, uns beeinflussen können, das ist ja das eine, wie zum Beispiel Kaugeräusche oder so. Aber was ist denn jetzt mit den Umgebungsgeräuschen? Können die wirklich unser Geschmackserlebnis beeinflussen? Ich bin jetzt sehr froh, dass ich gleich ein audio-kulinarisches Date habe mit dem Autoren der Studie, die ich dazu gelesen habe. Es geht dabei um Charles Spence. Der ist Psychologieprofessor an der Uni Oxford und er forscht schon länger zum Thema Sensorik. Und er sagt, naja, es gibt sowas wie Sonic Seasoning, nennt er das. Also, dass man quasi mit Tönen sein Essen würzen kann. Ich bin sehr gespannt und auf jeden Fall auf die Experimente schon mal prächtig vorbereitet. Hi, Charles. Hi there. So you say that sound is a forgotten flavor. Is this really, how can this be true? Wherever we eat and drink, there always is a noise or a sound or music. And that sound, music, or noise is impacting us in some ways we realize, but mostly we do not. We can study them as psychologists and then think about how to kind of optimize food experiences. In the long term, we're sort of thinking, can we use these insights around sonic seasoning, using sound to actually season the food, to actually help people to eat more healthily by nudging them towards better choices. Oh, wow. Perhaps by, you know, even allowing them to add less sugar to their drinks or food because the music sounds sweet. Really? I'm extremely curious and also a little bit skeptical. I just can't imagine how what I hear can really make me make something taste more sweet or salty. On, I don't know. I would say before I ask you 1,000 more questions, let's do a little experiment because I know that you want to do some with me. So... Charles, I'm prepared. I will play two pieces of music, one after the other. And I just want you to think, is that music more white wine music or is it more like red wine music? All right. And as each piece of music plays, then just take a taste of the white wine, take a taste of the red wine. And then I'll play the other piece of music and do the same again. Oh, Charles, just a second. Ihr zu Hause, wenn ihr auch weißen und roten Wein zu Hause habt, habt ihr bestimmt, dann jetzt kurz Pause drücken. Gläser besorgen, dann könnt ihr mitmachen. So, piece of music number one. Mm-hmm. So I now play the other piece of music while you taste the same wine. And here it comes. Mm. So, how was it? It was definitely not such a nice experience on the second music. I'm pretty sure the second one is supposed to be more red wine-ish, right? Because it feels much more, you know, like rough and
I don't know, this one is more light and white wine tends to be lighter. So over the last decade or so, we've been getting a lot of people around the world to taste a lot of glasses of white and red wine, and sifting through all sorts of pieces of music from the archive. And what we find is that on average, about 9 out of 10 people will all associate that clarinet or flute concertos, sort of higher pitch music with white wine. Whereas the majority will take lower notes in a piece of music, associate them with red wine instead. Why do you think people associate a certain kind of music with a certain kind of wine? It might be that we're all kind of synesthetes, some say, that we're all sort of confusing, mixing our senses. Maybe we all have a kind of faint synesthesia because we're all sort of connecting our senses in these surprising ways. And I think it may be about why we connect them in the particular ways we do. It may be around some sort of perceptual similarity, that there's something about the taste or the flavor or the aroma of a white wine that just seems more similar to high-pitched notes, flute and clarinet, whereas there's something in the taste experience of a red wine, you know, it does seem heavier and darker. Maybe it's about the perceptual similarity between sounds and tastes. Maybe it's about the emotional similarity. We match happy music with a happy wine, which probably maybe more white, and there are some wine writers who would say, you know, red wine demands music in the minor mode. It's sort of depressive and angry. Jetzt darf ich Erdbeerkuchen essen. Diese Glockenspiele und Hafenklänge sollen angeblich dafür sorgen, dass ich den Kuchen als besonders süß empfinde. The music puts me into the really sweet and cakey mood, I would say. About 8 out of 10 people will agree that when you play the sweet music, it brings out about 5% sweetness on the palate. Does that really work? So people use less sugar, really, when they hear that? It's that kind of music that the Jin Cafe in Beijing was playing in their coffee shop so they could reduce the amount of sugar in the drinks with the idea that people would taste the same sweetness they know and love, but with fewer calories. So we can't use music to turn water into wine. Yeah, that's going to be impossible. Yeah. But what we can do is dial up the bitterness, dial up the sweetness through music. I think what's really happening here is sort of by finding the right sort of musical match or metaphor for the taste, then we can sort of draw your attention, not you realizing it, to the sweeter notes by playing the higher pitch, to the bitter notes by playing the lower pitch. I want to be honest with you. When I first read about it, I was so curious and fascinated on the one hand, but on the other hand, I thought, well, this is also a research topic where there might be a lot of financial interests. That's right. I mean, I think one should always be skeptical about what one reads and ask, you know, do these sort of things, how replicable are they? Do they only work in Oxford or do they work across the world? Are they culture dependent? Myself, I was skeptical 15 years ago when we first started out. But it's just because the amount of research has kind of grown and grown and the number of people involved around the world, many of whom just are interested for their own curiosity, not for financial gain. I know that there's another tasting experience coming up because I have something prepared again from my colleague. Those are fish fingers after those strawberry cake. It's, well, it will be interesting. All right. Are you ready? Yes, I'm ready. So, the music reminds me of holidays at the sea. And then for me, it would be more, I think, like pasta with, you know, with frutti di mare and stuff. That sonic atmosphere is enough to kind of transport you and to trigger those nostalgia memories. And by so doing, not only make the seafood taste more authentically fishy, but also then put you in a better mood and make the experience that much more enjoyable. The sonic seasoning, is it more about putting me into a perfect mood to be, you know, open for the whole tasting experience? I think certainly it's true that we can use music to elevate your mood. And by so doing, that can enhance the taste of the food.
We can also use soundscapes to trigger memories, nostalgia, and by so doing, by using sounds to link to those memories and associations, that can also influence our perception of the food. And then separately, when we get into the nitty-gritty of sort of the sonic seasoning, we can actually use particular instruments in order to bring out taste or flavor or spiciness or creaminess on the palate. Aber wie genau könnten solche multisensorischen Erlebnisse im Hirn verarbeitet werden? Was wir wissen ist, dass der Geruchssinn unseren Geschmack stark mitbestimmt. Geruchs- und Geschmacksreize werden dabei ja auch von Sinneszellen aufgenommen und deren Signale über Nervenfasern auf getrennten Wegen ins Gehirn weitergeleitet. Erst in der Großhirnrinde wird die Info zu einem bewussten Sinneseindruck verknüpft. Per Zufall haben Forschende bei Mäusen bestimmte Nervenzellen gefunden, die offenbar darauf spezialisiert sind, Gerüche mit gleichzeitig gehörten Tönen zu kombinieren. Und zwar im sogenannten Tuberculum olfactorium. Laut den Forschenden könnten die Zellen auch bei uns Menschen erklären, warum manche Leute berichten, dass sie Gerüche hören können. Und weil wir beim Schmecken ja auch gleichzeitig riechen, schließt sich da womöglich der multisensorische Kreis. Was ihr insgesamt wissen müsst, die Sensorikforschung ist ein recht kleines Forschungsfeld. Und viele der Studien sind eben mit ziemlich wenig ProbandInnen gemacht. Außerdem muss man sich methodisch meist auf so Fragebögen verlassen. Also ich finde, man muss das schon so ein bisschen mit Vorsicht genießen, zumal das halt eine Forschung ist, die auch wirtschaftliche Interessen wecken kann. Ne? Wenn ein Restaurant dann sagt, hier bei uns kriegt ihr das passende Lied zum Essen, muss man schon so ein bisschen aufpassen. Andererseits, es scheint schon so zu sein, dass die Geräusche eben wirklich einen Einfluss auf unseren Geschmack haben. Zumindest mal auf unsere Geschmackserwartung. Und das kann ja dann wieder unser Genusserlebnis beeinflussen. Und die Umgebungsgeräusche, die können quasi bestimmte Erinnerungen und Assoziationen bei uns evozieren. Und das versetzt uns dann in die passende Stimmung, sodass wir eben auch einen Geschmack anders wahrnehmen können. Und da wären wir auch schon wieder bei meinem Vietnam-Flashback. Es kristallisiert sich eben immer mehr raus, dass wir quasi nicht diese fünf getrennten Sinne haben, sondern dass unser Hirn alle Sinneseindrücke nimmt, miteinander verwebt und dann bewertet. Also macht es durchaus auch Sinn, alle Sinne anzusprechen, wenn wir genießen wollen. So dürfen dann eben neben Mund, Nase und Augen auch die Ohren mitessen. Also würde ich sagen, eine neue Playlist an. So Leute, wenn unsere Videos von Explore euch genauso gut schmecken wie mir dieses zerlaufene Eis, dann würde ich sagen, weiterschauen. Da wäre noch ein Video von uns, da wäre noch eins aus dem ZDF-Kosmos. Und abonnieren und Glocke drücken nicht vergessen, bitte.